The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Tod wird nicht mehr sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wenn wir das Königreich Gottes betreten und dort die Ewigkeit verbringen, dann werden die Nöte und Schwierigkeiten, all die Kümmernisse, die wir hier hatten, zur Bedeutungslosigkeit absinken. In der Heimat der Erlösten wird es keine Tränen mehr geben, keine Leichenzüge, keine Zeichen der Trauer. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Wir werden mit Glück und Freude förmlich überschwemmt. Und diese Flut wird sich im Verlauf der Ewigkeit noch vertiefen. Lasst uns mehr bei dem Wunderbaren danach verweilen. Unser Glaube soll jede dunkle Wolke durchstoßen und ihn erblicken, der für die Sünden der Welt starb. Er hat allen die Tore des Paradieses geöffnet, die ihn annehmen und an ihn glauben. Ihnen gibt er Macht, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Kümmernisse, die uns so sehr schmerzen, sollen wir in Lernerfahrungen umwandeln, die uns lehren, weiterzukämpfen, bis wir das Ziel, den Siegespreis unserer hohen Berufung in Christus, erreicht haben. Wir wollen uns durch den Gedanken ermutigen lassen, dass der Herr bald kommen wird. Diese Hoffnung soll unsere Herzen fröhlich machen. Wir sind unterwegs nach Hause. Er, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns starb, hat uns eine Stadt gebaut. Das neue Jerusalem ist unser Ruheort. In der Stadt Gottes wird es keine Trauer geben, kein kummervolles Weinen, kein Klagelied über zerbrochene Hoffnungen und begrabene Liebe wird mehr zu hören sein. Bald werden die Kleider der Mühsal gegen das Hochzeitsgewand vertauscht. Bald werden wir Zeugen der Krönung unseres Königs sein. Die Menschen, deren Leben in Christus verborgen gewesen ist, die auf dieser Erde den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben, werden im Reich Gottes die Herrlichkeit des Erlösers widerstrahlen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir ihn sehen, auf den unsere Hoffnung auf ewiges Leben gerichtet ist. Und in seiner Gegenwart werden alle Nöte und Leiden dieses Lebens als nichts erscheinen. Schaut auf und lasst euren Glauben ständig wachsen. Lasst euch von diesem Glauben den engen Pfad entlang führen, der durch die Tore der Stadt Gottes in das großartige Jenseits führt, in die weite, unbegrenzte Zukunft in Herrlichkeit, die den Erlösten gehört. The Lord.